Hurra, wir spielen ein Konzert. Es waren einmal ein kleiner Igel und ein kleines Eichhörnchen, die lebten im Wald und waren schon ganz lange ganz wunderbar befreundet. Sie waren die allerbesten Freunde und konnten sich den ganzen Tag zusammen kaputtlachen oder nachts in die Sterne schauen und sich die tollsten Geschichten dazu ausdenken. Sie trösteten sich, wenn einer traurig war und freuten sich, wenn einer ganz viel Glück gehabt hatte. Das Besondere an ihrer Freundschaft aber war, dass sie zusammen Musik machen konnten. Ja, stellt euch vor, der Igel konnte Geige spielen und das Eichhörnchen Mandoline. Sie trafen sich fast jeden Tag und spielten sich die schönsten Melodien vor. Sogar Tonleitern übten sie gemeinsam, denn das machte zusammen viel mehr Spaß. Ihre Finger wurden immer flinker und sie spielten immer besser zusammen. Eines Nachmittags, als sie schon wieder über eine Stunde gespielt hatten, sagte das Eichhörnchen: Du, Igel, wir spielen so gut zusammen. Unsere Musik klingt immer schöner. Wollen wir nicht ein Konzert geben? Der Igel antwortete: Du meinst so ein richtiges Konzert? Vor anderen Leuten? Ja, sagte das Eichhörnchen. Unsere Melodien sind so wunderbar. Das müssen wir doch mit den anderen teilen. Ja, du hast recht, stimmte der Igel zu. Das ist eine tolle Idee, auch wenn mich das ein bisschen nervös macht. Was ist, wenn ich falsch spiele oder mir ein Ton nicht mehr einfällt? Das macht doch nichts, sagte das Eichhörnchen. Ich bin doch auch noch da und spiele so lange weiter, bis dir wieder etwas einfällt. Das klingt gut. Dann traue ich mich, sagte der Igel ganz beruhigt. Aber wie gibt man denn überhaupt ein Konzert? Das Eichhörnchen kramte eine alte Zeitung hervor. Schau mal, da steht eine Anzeige von einem Konzert in der Stadt. Das war letzte Woche in der Stadthalle. Vielleicht können wir da spielen. Gemeinsam lasen sie die Anzeige genauer durch. Konzert. Oh. Entschuldigung. Konzert, las der Igel ganz langsam. Sonntag um 8, schnatterte das Eichhörnchen ungeduldig dazwischen. In der Stadthalle. Es spielt für Sie das Schildkrötenquartett. Werke von Mozart und Beethoven. Hier steht auch eine Telefonnummer, quiekte der Igel ganz aufgeregt. Mit Zahlen kannte er sich besser aus als mit Buchstaben. Ja, lass uns da mal anrufen, quietschte das Eichhörnchen vergnügt und griff zum Handy. Eifrig tippte es die Nummer ein. Nach kurzer Zeit meldete sich eine knarzige Stimme. Konzertdirektion Braunbär, wer ist da? Etwas eingeschüchtert antwortete das Eichhörnchen. Hallo, hier sprechen das Eichhörnchen und der Igel. Wir spielen zusammen Mandoline und Geige und würden gerne bei Ihnen auftreten. So, Geige und Mandoline. Von so einem Duo habe ich noch nie gehört. Wie soll das denn klingen? Und von euch habe ich auch noch nie gehört, brummte die Stimme. Nein, das wird nichts. Das kann ich euch gleich sagen, keifte er und legte einfach auf. Irritiert legte das Eichhörnchen das Handy wieder weg. Was ist los? Was hat er gesagt? Fragte der Igel neugierig. Das Eichhörnchen schaute ihn betrübt an und zuckte die Schultern. Dieser Konzertbär meinte, er kenne uns und unsere Instrumente nicht und dass es nichts wird. Die Stacheln des Igels hingen schneller herunter, als er gucken konnte. Mit so einer harten Ablehnung hatte er nicht gerechnet. Oh, aber wenn uns keiner hören will, dann können wir ja gar kein Konzert geben, fing er an zu schluchzen. Schnell sprang das Eichhörnchen zu ihm und legte ihm vorsichtig den Arm um die Schulter. Das war gar nicht so einfach, wollte es doch nicht gepiekt werden. Ach, Igel, sei nicht traurig. Dieser Herr Motzbär war sehr unfreundlich und wollte gar nicht zuhören. Wir spielen doch trotzdem schöne Musik, auch wenn er uns nicht auftreten lässt, sagte es tröstend. Ja, das stimmt, gab der traurige Igel zurück.
Aber dicke Tränen kullerten weiter über sein kleines Igelgesicht. Weißt du was? Das Eichhörnchen schnippte mit den Fingern. Lass uns einfach einen schönen Spaziergang durch den Wald machen. Die frische Luft und die schönen Pflanzen werden uns ablenken. Okay, sagte der Igel und schlurfte hinter dem flinken Eichhörnchen her. Das Eichhörnchen hatte recht. Sobald sie die ersten Schritte in die Sonne taten, ging es ihnen schon ein wenig besser. Als sie zu den grünen Bäumen kamen, noch ein kleines bisschen besser. Als sie danach einen Schmetterling und dann einen lustig dreinschauenden Stein sahen, gleich zweimal ein bisschen besser. Woher wusstest du das? Jetzt bin ich wieder fröhlich und hab schon wieder Lust, mit dir Musik zu machen, lachte der Igel, als sie auf eine sonnige Lichtung traten. Er schaute das Eichhörnchen an, das schon wieder diesen seltsamen Gesichtsausdruck hatte. So guckte es immer, kurz bevor ihm eine neue Idee einfiel.